Am Lycée Mesinde engagieren Schüler sich an Entreprisen an eng vun ass Le Mour Stop Motion Studio. Ha ginn Animationsfilmer gemach, analog an der minutiéiser Handarbecht. Dat die Filmer, wo en eng Marinett huet, et bewegend Marinett, du nommechen eng Foto, du nomm bewegend Marinett, du nommechen noch eng Foto, aber mir all die Bilder zusammen machen, dann kriege mir e Film. Loi aux œufs d'or, cette adaptation d'une fable gouf, wo vier bis hannen zu mir realisiert. Die Schüler sind an alle Etappen impliziert und dürfen gegen ein paar die Kompetenzen gebraucht. Es sind viele verschiedene Schritte, die wir müssen machen. Wir müssen eine Geschichte machen, zusammenfassen und alles. Dekore müssen wir auch selber machen, Marionetten auch, an Animationen, Postproduktion und auch Geräusche. Ich meine, Autonomie kriegen wir viel mit. Das ist ziemlich wichtig, für zusammen zu schaffen und alles. Neben Bruder Matelier geht im nächsten Dekor gedoktert. Was wir immer machen, ist, dass wir aufhängen, um kleine Dekor zu machen und Tester machen. So, falls wir etwas nicht so gerne haben, dann verlieren wir nicht so viel Material. Und dann machen wir das recht so am großen Format wie hier. Den Olivier Pesch hat selber früher im Bereich von den Animationsfilmen geschafft und geht sein Wissen weiter und Schüler. Für die Filme geht auch mit anderen Entreprisen an der Schule geschafft. Wir haben ja verschiedene Entreprisen am Lycée Hermesinde. Und hier arbeiten wir auch mit Waves zusammen, die auch Musik und Bruitage können machen. Und für unsere Produktionen freuen wir sie, aber für unsere Filme mit schöner Musik und schönen Bruitagen zu bemalen oder zu illustrieren. Le Mour Stop Motion Studio schafft ein internes Projekt, aber auch für richtige Klienten de Bausen. Zwei andere Entreprisen an der Schule beschäftigen sich mit dem Essen. Seafood kümmert sich um den Ankauf und Menüen am Schulrestaurant, mit dem Ziel, so nachhaltiger lokal wie möglich zu sein. Dabei geht sich nur um Produzent gericht. Wir wollen immer das, was wir kriegen. Das heißt, zum Beispiel Produzenten, wie das auch sieht, wir haben zu viel Kürbis und dann machen wir einen Kürbissuppe. Und wir probieren wirklich nachhaltig zu sein. Und das ist wichtig, persönlicher Kontakt mit den Produzenten zu haben. Wie sieht denn um Haft gehören noch dazu, an nicht wissen genau, wo ihr kauft? Seafood soll die ganze Schulkommunität sensibilisieren. Am Atelier die Gourmet dann soll er bewusst genießen. Hier kann er sich kulinarisch verwinnen lassen. Wir machen ein bisschen von allem. Also wir backen, wir machen am Fried Schokolaterie. Wir haben ein Restaurant, wo wir zweimal in der Woche ein Menü proposieren. Viele Leute außerhalb von der Schule, wir auch Profi kommen ganz oft oder Schüler. Ich helfe von dem Fried zu kochen, Sachen zu präparieren, mir auch den Teller schön zu dekorieren und halt den Arrangement zu machen. Menü sind anspruchsvoll und Schüler sind an den ganzen Prozess involviert. Weil wir haben eben auch Gruppen, wo die Schüler gemischt sind. Da Tisch, wir haben sowohl also Setjemen, und wir haben aber auch Troisjemen, Deuxjemen. Und da Tisch, sie profitieren und sie lernen ein bisschen von den Lehnen auch. Und das eben ganz gemischt. Dünnste Samstag ist das Restaurant ab und das Museum die Woche wieder reservieren.